Hallihallo, meine Süßen. Und zwar gibt es Neuigkeiten wegen der neuen Saison, wegen Februar. Es gibt Preiserhöhungen und ich habe gerade ein extra Video gemacht, wo ihr euch hochladet. Aber einfach nur als kurze Info für euch, dass ihr schon mal Bescheid wisst, dass das nicht untergeht. Sensi wird Preiserhöhungen vorführen ab Februar. Und wegen gestiegenen Transport-, Herstellungs-, Arbeitskosten, wie es halt gerade überall auf der Welt ist, ihr werdet es ja selber wissen, DHL. Erhöht auch die Preise, habe ich gesehen, wegen Versand, weil ich versende ja immer ganz viel. Strompreise, mir zahlt fast Doppelte jetzt an Strom, das ist richtig krass. Ihr merkt es ja beim Einkaufen auch, Buttermilch, alles ist teuer, Lebensmittel, Spritpreise sind gestiegen, Strompreise, alle die wo bauen, Holz, Nachfrage und ja, ist alles verrückt auf der Welt, wie es zurzeit gerade ist. Und ja, bleibt bei Sensi leider auch nicht aus. Und zwar wird es echt von 7, 8 Euro Preiserhöhung geben auf Lampen. Aber ich zeige euch schnell welche. Und zwar sind das einmal die Mini-Duftlampen. Also es geht um die Mini-Duftlampen. Einmal die mit Unterteil, einmal die mit Wandstecker und die Duftventilatoren mit Wandstecker. Alles andere bleibt ganz normal wie gehabt. Wunderbar. Alles super. Aber diese Produkte werden eben ab Februar teurer und jetzt könnt ihr natürlich noch sparen, wer jetzt hat, zahlt sie noch, die kosten jetzt hat normalerweise 42 Euro mit Unterteil, die kosten dann 50 Euro und die Wandsteckerlampen, die kosten jetzt aktuell 28 Euro und die steigen wirklich auf 35 Euro, also da lohnt es sich jetzt echt noch zu shoppen, vor allem wir haben ja die 10% Aktion ja auch noch, also ihr zahlt nur 28 Euro minus 10% Rabatt oder könnt auch die Kombinier- und Sparangebote nehmen mit einer Lampe und drei Düften oder die 6er Düfte oder Pots, also es gibt fast auf die ganze Katalogware die 10% Rabatt, da lohnt es sich wirklich und ich finde es super, dass die das jetzt Bescheid geben und zwar schon einen Monat vorher, dass die so transparent ehrlich sind, dass wir jetzt nur reagieren können, wir alle nur einkaufen, shoppen können und sparen, bevor es dann wirklich teurer wird. Schön ist immer nie, aber in der Welt ist überall alles so und ich weiß, dass die das nicht leichtfertig getroffen haben. Die letzten Jahre haben sie wirklich überhaupt keine Preiserhöhung bei nirgendwas gehabt und ich bin froh, dass es jetzt nur die Sachen sind und nicht nur die Bars, die großen Lampen oder was wir sonst noch haben, Waschmittel, Duftblumen, also wir haben ja so viele andere Sachen auch, da betrifft es alles nicht. Nur dann nur die Ventilatoren mit Wandsteckdose, die kosten ja, glaube ich, 35 Euro, die kosten dann auch 42 Euro. Und jetzt können Sie halt eben nur die 10% mitnehmen. So ist ja von Haus aus nur günstiger und ab Februar geht es halt dann los. Mai, dann ist halt so, kann man gut oder schlecht finden, aber kann man ja leider nicht ändern. Ist leider auf überall auf der Welt gerade so und kein Unternehmen kann natürlich da so weiterleben und hört mir ja wirklich ganz, ganz viel Schlimmes, wie es manchen auch geht und so viele, wo bankrott gegangen sind und ist echt schade. Und die wollen halt eben einfach nicht an der Qualität sparen, an der Auswahl, was wir alles immer haben, die neuen Sachen. Und ja, da bleibt es leider nichts anderes übrig. Aber die versuchen ja wirklich das Beste für uns und finde ich ganz, ganz toll. Bei den Seifen, da haben ja auch ganz viele sich gewünscht, dass man da ein anderes Design, größer, besser zum Runterdrücken, da kommt dann auch ein neues Design raus. Das ist größer, ihr habt mehr Inhalt. Kostet dann auch 12,75 wie die Handcreme, wie das Bodyspray. Also ist dann einheitlich alle drei die Preise. Größer, leichter zum Runterdrücken, tolles, längliches Design. Also könnt ihr ja schon gespannt sein. Und ja. Genau, das wollt ihr euch einfach nur mitgeben, schon mal Bescheid geben, dass ihr da reagieren könnt. Jetzt noch shoppen und sparen. Ich schaue, dass ich es euch irgendwie verlinken kann, wie viel ihr dann wirklich nur zahlt. Hier Wandstecker, was der Preis minus 10% ist. Dann das mit Unterteil, was das mit minus 10% ist, dass ihr da einfach Bescheid wisst. Genau, ansonsten war es das von mir. Schön, dass ihr mit dabei wart. Und wer einen Shopping-Link will, gibt mir gerne Bescheid. Ansonsten freue ich mich sehr, wenn ihr keinen Shopping-Link habt und auch keinen wollt. Wenn ihr dann über die Sammelbestellung bei mir einkauft, dann habe ich was davon, kann die Duftproben wieder weiterhin ganz normal immer machen und muss nicht alles selber zahlen. Und da könnt ihr mich halt auch unterstützen. Ich kann für mich auch einen eigenen Shopping-Link anlegen als Berater. Das ist auch ganz toll. Ich hole mir auch mal wieder Sachen für mich. Ich hole mir Sachen für euch zum Austesten, Testlampen, Testventilatoren, alles will ich euch ja das verschicken und testen lassen. Und
Genau, Kataloge und Dufttestertaschen kaufe ich wieder, 4 neue Übergangssets. Also ich gucke immer, dass da ganz viel für euch mache und viel für euch da habe und schön was machen kann. Es wird auch Duftsticker zum Kaufen geben, aber ich glaube, also ich hoffe, dass es auch so ist. Ich kaufe lieber dann die Bars als wie die Duftsticker, weil ich dann denke, von den Duftstickern, man kann da zwar reiben und mal dran riechen, das gibt dann für neue Saison ja dann bestimmt 10 Neuheiten wieder, so wie das letzte Mal auch. Und mit Proben, da kann man es auch in Lampe oder mal warm riechen. Ich finde, da hat man doch vielleicht noch mehr davon. Und ich hoffe, das passt für euch auch. Nicht, dass ihr dann mit so einem Flyer daherkommt. Da steht da die Duftbeschreibung, Sticker drauf. So Duftbeschreibung, Sticker, klar, ist schneller gemacht. Hab nicht die Arbeit mit Schmelzen, Silikonform füllen, aushärten lassen, rausholen, eintüten, Etiketten erstellen. Ist schon mehr Aufwand, aber ich persönlich finde es besser, also wenn ich es einfach so riechen kann, wenn ich es in Lampe auch mal reinlegen kann. Und da hat man halt irgendwie doch eher mehr davon. Und ja, ich hoffe, das passt für euch so auch. Und ja, nur, dass ihr Bescheid wisst. Ich will auch offen und ehrlich mit euch umgehen, dass ihr so schnell wie möglich immer alle Infos bekommt. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und ich danke euch einfach von Herzen für alles und bitte um euer Verständnis. Ja, und ich muss ja auch damit klarkommen. Ja, aber ich denke, normalerweise jeder weiß, was gerade auf der Welt los ist, sieht die Preise, wo steigen. Und ja. Ist halt so und ich bin froh, dass es einfach nur das ist und nicht auf alles komplett. Und ich versuche ja immer positiv zu denken und bin ja eigentlich immer ganz gut drauf, wisst ihr ja. Und ja, dann war es das. Ich freue mich auf euch, freue mich auf eure Input, wenn ihr Fragen, wenn ihr irgendwas wissen wollt, Ideen, was ihr für neue Videos machen sollt, gebt mir einfach Bescheid und ich hänge mich da dran und freue mich schon. Und ansonsten bleibt gesund, bleibt so toll, wie ihr seid und ich freue mich, wenn ich wieder aus euch höre. Tschüssi, bis dann. So, was ich nur ganz vergessen habe wegen der Seife, also die schaut ja jetzt klein und bauchig aus. Die könnt ihr natürlich jetzt auch noch mit 10% shoppen. Also wer die gern haben will und die andere, die hat wirklich so einen größeren Spender, wo man richtig groß drauf drücken kann. Die ist so länglich, groß, also so hoch und länglich und die hat auch echt so einen ganz langen Hals, wo man dann richtig so schön runterdrücken kann und da bin ich schon ganz gespannt auf das neue Design. Wer jetzt noch die Seifen will, weil die kostet nur 8,50, die kostet dann, die hat dann natürlich auch mehr Milliliter, steht das hier dran. Die hat jetzt 228 und die andere hat glaube ich über 325 Milliliter, also da ist dann noch mehr Inhalt drinnen, kostet dann 12,75 so wie die Handcreme, die Körperspray. Genau, und da zahlt sie jetzt ja gerade momentan nur die 8,50. Die 10% Rabatt gibt es ja auch noch oben drauf. Also da könnt ihr wirklich richtig nochmal sparen. Also wer gerne noch so eine Seife haben will, ich habe gerade überall, ich glaube, Küche, Esszimmer, Küche, Gästeklo und Bad. 3 Stück habe ich offen, genau. 3 solche Dinger und die verschenke ich auch immer gern. Mal so als kleines Mitbringsel kann man schön einpacken und Seife braucht man ja eh überall und dann passt es oder mit der Handcreme nur dazu. Finde ich dann ganz gut. Gut, das habe ich immer daheim zum Verschenken. Genau, die Ventilatoren, die werden ja auch erhöht. Genau, die auch und die. Und was ich eben sagen wollte, ist, unbedingt diese Lampe verlässt das Sortiment. Also wir haben ganz viele Auslaufartikel. Ich schaue, ob ich es irgendwie noch hinzufügen kann, irgendwie. viele Bars verlassen das Sortiment. Unter anderem auch diese Wandsteckerlampe mit dem Dream It, Live It, Love It. Das war eine, die wo ich so toll fand am Anfang. Die ist nicht zu hell und grell, aber die ist auch nicht zu dunkel. Die leuchtet ganz schön, die hat einen schönen Schriftzug. Man sieht dieses kleine Herzchen schön, also diese Handarbeit. Das finde ich ganz, ganz toll. Und da könnt ihr halt jetzt halt wirklich noch sparen. Und auch die Produkte, wo eben rausgehen und Sortiment verlassen, könnt ihr halt wirklich euch jetzt noch zuschlagen und euch eure Lieblingssachen nur sicher nicht, dass die dann irgendwie weg sind. Und das sind Bars, wo ihr euch einen Sensi-Club sichern könnt. Wir haben hier gerade so viel. Wir haben die Bring Back My Bar Düfte. Wir haben die Bring Back My Bar Düfte, die wo es nur für den Sensi-Club gibt. Wir haben die Duftlampe des Monats Januar. Wir haben Duft des Monats Januar. Wir haben so viele Sachen gerade. Also da könnt ihr wirklich noch schauen. Und halt eben die Auslaufliste, wo jetzt da ist, was uns alles verlässt, ist nur noch so lange davor. Es reicht, wenn das weg ist, ist das weg. Und nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst und auch nicht traurig seid, wenn da irgendwas nicht passt. Und genau, könnt ihr jetzt noch zuschlagen und euch die Schnäppchen jagen. Und dann wisst ihr Bescheid, das betrifft die Mini-Duftlampen und die Ventilator für die Wandsteckdose. Der kleine Mini-Duftventilator nicht. Sensi Go auch nicht, die großen Lampen nicht, Waschmittel, Körperspray, Bodyprodukte, sonst der Rest alles nicht.
Also genau, das bleibt alles gleich, alles beim Alten und genau. Dann, ja, war's das von mir. Und guckt unbedingt die Auslaufliste durch, welche Produkte uns verlassen, auch beim Diffuser, ein Schirm, wo rausgeht. Und auch große Lampen, kleine Lampen. Ich schaue, dass ich es euch irgendwie verlinken kann. Genau. Also dann macht es gut. Bis dann. Also hier seht ihr das, also nicht die li lizenzierten Artikel, sondern die normalen 3er-Bars, 6er-Bars kriegt ihr beim Spargebot obendrauf die 10% Rabatt. Dann die, bei wo überall eine Duftlampe mit drei Düften ist, spart ihr auch. Wandstecker, hier spart ihr 10%, die größeren Lampen 10% Rabatt. Also da spart ihr überall die 10% zusätzlich noch. Sogar auch auf die Pots, 6er Pots, also wirklich nicht die lizenzierten Sachen, Duftblumen, Car-Bars, Scent-Circle, also lizenziert ist die nicht, aber die normalen Bars, Scent-Packs und die normalen Scent-Circle, das spart ihr überall. Auch Laundry-Produkte, Clean, wenn ihr da irgendwas wollt, die findet ihr alles unter Sonderangebote und kombinieren und sparen und dann kommt ihr überall hierher. Sogar auf das Feuchtigkeitsmedley oder wofür die Tiere mal ausprobieren will, die Pets-Produkte, Shampoo und Entwirrungsspray. Also hier könnt ihr wirklich nochmal sparen und noch eure Schnäppchen jagen.